Hallo miteinander. In jedem Land oder Staat gibt es solche Feiertage, die an Ereignisse der nationalen Geschichte erinnern. Sieh dir den Kalender an und sage, was feiert man in Deutschland am 3. Oktober? Also, am 3. Oktober feiern die Deutschen Tag der Deutschen Einheit. Und heute im Video geht es eben um diesen Feiertag. Dabei lernst du Videoinformationen deuten, Sachtexte hören und verstehen, Textinformationen sammeln und zusammenfassen, Vermutungen über den Inhalt eines Textes anstellen, und über die Nationalfeiertage in Deutschland und Österreich sprechen. Der deutsche Nationalfeiertag heißt Tag der Deutschen Einheit. Was bedeutet das? Was feiern die Deutschen an dem Tag? Sieh dir das Video an und erkläre. Seit diesem Tag im Jahr 1989 ist Deutschland wieder ganz und einheitlich. Kennst du den geschichtlichen Grund dieses Feiertages? Sieh dir das Bild an und beantworte die Fragen. Lies die Kurzinformationen und überprüfe deine Ideen und Antworten. Sieh dir die Bilder an. Was meinst du? Welches Bild stellt den Nationalfeiertag der Deutschen dar? Das letzte Foto aus dieser Bilderreihe zeigt Tag der Deutschen Einheit. Höre, wie die Deutschen ihren Nationalfeiertag feiern. Beim ersten Hören musst du die Antworten auf folgende Fragen finden. Der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Der wichtigste Nationalfeiertag in Deutschland ist der 3. Oktober. Dieser Feiertag ist mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten verbunden. Man nennt diesen Feiertag noch Tag der Deutschen Einheit. Traditionell organisiert man das Feiern so. Es gibt einen offiziellen Teil und ein weiteres Bürgerfest. Das Feiern bestimmt ein Motto, wie zum Beispiel Freiheit, Einheit, Freude oder Vereint in Vielheit, Einheit in Vielfalt. Der offizielle Teil des Feiertages findet in der Hauptstadt des Bundeslandes statt, das zu dem Zeitpunkt den Vorsitz im Bundesrat hat. Das Feiern beginnt mit einem gemeinsamen Festgottesdienst der Ehrengäste. Der zentrale Festakt der Bundesregierung wird am 3. Oktober durchgeführt. Weitere Veranstaltungen und Feierlichkeiten finden in Hauptstädten der Bundesländer statt. In den Fußgängerzonen
Und auf den wichtigsten Plätzen der Städte finden Konzerte statt. In Berlin am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni finden an diesem Tag große Veranstaltungsprogramme und Konzerte statt. Lies jetzt den Text und prüfe deine Antworten. Wie verläuft das Feiern am 3. Oktober? Lies den Text noch einmal durch und mache die Aufgabe. Sieh deine Notizen durch, nimm sie zu Hilfe und erzähle über Tag der Deutschen Einheit. Jedes Land feiert einmal im Jahr seinen Nationalfeiertag. Sieh dir den Kalender an und sage, wann feiert Österreich seinen Nationalfeiertag? Lies den Anfang des Textes. Was meinst du? Ist es ein Märchen? Eine Erzählung oder eine Werbung? Lies den Text weiter und vermute, was hat das Mädchen dem Marsmenschen geantwortet? Antworte in ganzen Sätzen. Na, wie war die Antwort des Mädchens? Lies den Text bis zum Ende und prüfe deine Vermutungen. Was meinst du? Was feiert man am 26. Oktober in Österreich? Warum ist der 26. Oktober in Österreich wirklich der Nationalfeiertag? Wie war die Antwort des Computers? Stopp das Video und recherchiere im Internet. Wenn du zu dieser Frage im Internet recherchierst, kannst du folgende Erklärung finden. Am 26. Oktober 1955 hat der letzte fremde Soldat Österreich verlassen. Doch es stimmt nicht. Am Nationalfeiertag feiert Österreich nicht den letzten Soldaten, sondern die Neutralität Österreichs. Soweit zu Nationalfeiertagen in Deutschland und Österreich. Mehr zu Festen und Feiertagen im nächsten Video. Danke für deine Mitarbeit. Tschüss!